Zum dritten Mal wird der Metropolitaner des Jahres gesucht. Mit der Auszeichnung soll besonderes Engagement für die Metropolregion Hamburg gewürdigt werden. Zu Beginn der Nominierungsphase für den Metropolitaner des Jahres 2022 gab es heute eine Präsentation auf St. Pauli. Die Preise gehen an Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen, die sich für das Gemeinwohl der Metropolregion einsetzen. Wir suchen jede und jeden, die sich hier im Norden engagieren für die Gesellschaft, für unser Gemeinwohl, und zwar in vielfältigster Art und Weise. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Im Internet unter www.metropolitana.de kann nominiert und abgestimmt werden. Die Preisverleihung wird am 26. April nächsten Jahres in der Elbphilharmonie stattfinden.